Wie gehst du damit, wenn mit Fehlern, sag ich mal, um von, also nicht Fehler, eigentlich eigene Fehler, sondern Fehler von deinen Mitarbeitern? Sagst du ja, aus Fehlern lernt man und alles gut, beim nächsten Mal machst du es nicht wieder? Oder Anders. guckst du schon, dass die das vielleicht auch direkt nicht wieder machen wollen? Also muss jeder für sich irgendwie Rituale finden, mit denen er gut zurechtkommt, wo er seinen Stress abbaut, weil natürlich bist du den gesamten Tag unter Druck. Jeder möchte etwas von dir. Du hast einen immensen Leistungsdruck. Du musst ständig und dauerhaft abliefern. Und es gibt halt niemanden, auf den du das zurückwälzen kannst. Also es gibt Es halt gibt, aber du niemanden. solltest es nicht. Gibt zum Beispiel deine Kinder, auf die du es abwälzen kannst? Gibt es. Kannst du machen. Ja, Ja, kannst du machen. das ist Aber die Kunst liegt natürlich. ja darin, das nicht zu machen. Gibt viele Leute, die das Das machen. kannst du tatsächlich schwierig tun, weil im Endeffekt bist du diejenige, die das Ganze auch ausbügeln muss, ne? Also egal, ich rede jetzt im Job, wenn da Dinge schief laufen, auch wenn dein Mitarbeiter dafür verantwortlich ist, ich spinne jetzt. Kannst du auch auf mir abwälzen? Aber die Mitarbeiterin X hat jetzt eine Bestellung getätigt und hat irgendwie 20, 10, 15, 30.000 Euro in den Sand gesetzt. Passiert, Du ja? kannst sie kündigen, aber trotzdem bleibst du auf diesen 30.000 sitzen. Also im Grunde genommen bist du diejenige, die das alles abfangen muss, was da auch schief gehen kann. Das ist eigentlich eine coole Frage. Wie gehst du damit, wenn mit Fehlern, sag ich mal, um von, also nicht Fehlern, eigentlich eigene Fehler, sondern Fehler von deinen Mitarbeitern? Sagst du ja, aus Fehlern lernt man und alles gut, beim nächsten Mal machst du es nicht wieder? Oder Anders. guckst du schon, dass die das vielleicht auch direkt nicht wieder machen wollen, also. Wir arbeiten nicht mit Strafen, also es gibt keine Sanktionen, wenn du das meinst. Also so, ich hau dir nicht auf die Finger. Also dich. Mit Telek. Nein, so ist es nicht. Wenn ich mich selbst als Chefin beschreiben würde, ich glaube, ich bin fair in dem, wie ich Dinge betrachte. Ich kann relativ gut sehen, weil, wie gesagt, ich auch in allen Bereichen mit tätig bin, was da passiert ist, mutwillig oder was da passiert ist, was sie hätte echt nicht sehen können, was so ein bisschen scheiße gelaufen ist. Sie hätte zwei oder dreimal hingucken müssen und es ist schief gegangen. Und da ist es eher so, dass wir immer einen offenen Dialog dazu führen und einfach klarstellen, woran lag es, was ist denn da schiefgegangen. In der Regel bin ich immer die Chefin, die sagt, Mann, ich hätte auch noch mal drauf gucken müssen, was auch nicht immer Ah, okay. richtig ist. Immer auch die Schuld bei sich selber sehen können. Unbedingt, weil vielleicht sind meine Strukturen nicht richtig. Also vielleicht ist das dieser Prozess, den ich da aufgesetzt habe, nicht so klar und geradlinig. Vielleicht war mein Briefing nicht genug, genau genug. Ich glaube, jedes Mal, wenn deine Mitarbeiter etwas falsch machen, darf jeder Chef einfach mal gucken, wie bin ich? Also wie habe ich, wie gesagt, mein Briefing gemacht? Wie ist diese Kette? Wie ist dieser Ablauf, der Prozess? Und dann gibt es halt einen Dialog und dann versuchen wir immer das Beste daraus zu machen, gemeinsam. Und wenn ich das Gefühl hätte, jemand macht das aus Mutwilligkeit, es gibt im Deutschen ja die fahrlässige Tötung, nein, oder der fahrlässige Ich kann Fehler mir gut vorstellen, dass es manchmal oder der echt. grob fahrlässige Fehler. Und da gibt es wirklich, darf man auch unterscheiden. Also, und jemand, der grob fahrlässig ist, mit so jemandem willst du auch nicht arbeiten. Dann will ich auch, dass der geht. Aber jemand, der fahrlässig Fehler macht, weil er wächst, weil er sich entwickelt, weil er lernt, wir lernen alle und es ihm leid tut und ich ganz klar sehe, okay, das hätte gar nicht anders sein können, da arbeiten wir daran, dass es besser wird. Also nehmen wir jetzt mal an, du hättest gesagt, ja, bestell mir bitte so und so viele Tuben von dem und dem Gesichtsreinigungsmittel. Und ich bestelle die Sachen jetzt und das Etikett ist falsch. Ja. Eventuell ist ein da ist ein Tippfehler drauf. Irgendwie Voll sowas. furchtbar. Ist ein Haben Tipp. wir ganz oft. Also Ich kann mir passiert. vorstellen, das habe ich mit Etikett jetzt angesprochen, Passiert. weil da habe ich schon auch Stories von anderen Leuten gehört. Passiert. Und die hat jetzt irgendwie einen Tippfehler gemacht. Sie hat den Tippfehler gemacht. Du konntest jetzt auch nicht in einem Briefing sagen, mach den Tippfehler nicht, sondern sie hat einfach einen Tippfehler gemacht. Und nehmen wir an, ich habe den Tippfehler gemacht. Und ich hätte jetzt 30.000 Euro in den Sand gesetzt, weil die müssen das alles neu machen. Das ist fett vorne am Etikett drauf. Schreibfehler. Ja. Wie würdest du damit jetzt umgehen, wenn ich jetzt zack, deine 30.000 Euro verschwendet hätte? Hättest du nicht. Wir wären dahergegangen und hätten gesagt, okay, wir gucken mal, was wir als Sticker, Aufkleber, wie wir das Ding retten können.
In der Regel, ich meine ganz ehrlich, ne, wir bauen jetzt keine Mercedes und wir bauen keine BMWs, die perfekt sein müssen. Mhm. In dem, was ich noch tue, in diesem Bereich, sind Fehler noch so da, dass man sie gut auskorrigieren kann. Du musst nur gewillt sein, einfach zu sagen, ey komm, wir machen jetzt das Beste draus. Wir haben jetzt eine andere Situation gehabt, wir haben Kartonagen bestellt, okay? Weiß ich nicht, was es ist. Kartonagen sind Verpackungsgeschichten. Wir konfektionieren ja unsere Produkte selbst. Ja, okay. Dann sind diese Kartonagen sind geordert worden. Und die Kollegin, die das macht, im Endeffekt haben wir die Farben festgelegt, die ja wichtig sind für eine Marke, für ein Branding. Und gekommen ist eine ganz andere Farbe, komplett. Also das waren irgendwie, ich würde jetzt lügen, 2.500-3.000 Euro an Verpackungswerten, die da in den Sand gesetzt worden ist. Was sie wirklich nicht wusste, wo man hätte fragen können, nochmal eine Doppelrunde drehen können, keine Ahnung, ist, dass wenn du schwarzen Karton nimmst und egal welche Farbe da drauf drückst, die Farbe nicht mehr die Farbe ist, die es ist, sondern die Farbe ganz anders dabei rauskommt. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Und die Farbechtheit ist dann nicht da und das war keinem klar. Und plötzlich hatten wir lila, grüne, dunkellila, dunkel, eigentlich gar nicht euer Ding, eher helle Farben. Blaue Verpackungen. Ah, super. Ja, was willst du daraus machen? Kannst gar nichts machen, ist dann halt so. Aber okay, und dann sagst du auch so, ja, okay, Fehler passiert. Ja. Wir wissen das jetzt oder auch du weißt das jetzt. Kommt drauf an, wie sie, also es ist immer, diese Kollegin ist nun eine langjährige, sehr erfahrene, sehr kompetente Kollegin, der es unfassbar leid tut und das merkst du auch, ne? Du weißt, oh mein Gott, die ärgert sich mehr als du selber darüber. Können wir jetzt 100 Runden drehen, Abmahnungen schreiben, für wen ist damit geholfen? Niemanden, also...